mal, Brinkmann, seit wann gibt es die Marke Greenland? Die Marke Greenland gibt es tatsächlich schon seit 1990, was fantastisch ist, weil es sehr visionär war, 1990 bereits eine Körperpflegemarke basierend auf natürlichen Inhaltsstoffen zu entwickeln. Was zeichnet Ihre Produkte denn aus? Zum einen, dass es basierend ist auf natürlichen Inhaltsstoffen, aber auch, dass wir eine Produktlinie haben, die komplett EcoZert-zertifiziert ist. Wie viele Produktlinien haben Sie denn? Insgesamt haben wir 6. Das ist eben die Pure & White, die EcoZert-zertifiziert ist. Dann 2 Linien, die im sehr schönen, modernen, attraktiven Packaging ist, Fruit Emotions and Balm & Butter. Und eine Milky, wir sagen Milky dazu, basierend auf Milchbestandteilen. Ja, und natürlich andere sind in der Entwicklung. Mhm. Haben Sie denn einen Bestseller? Ja, unbedingt. Also unsere Serie Fruit Emotions and Balm & Butter in diesen fantastischen Aluminiumverpackungen läuft unglaublich gut. Das eine ist das Design, aber das andere auch diese essentiellen Öle, mit denen gearbeitet wird und der Duft erzeugt wird. Das gibt halt so ein richtig schönes, fruchtiges, natürliches Dufterlebnis. Können Sie denn was zum Design erzählen? Das Design war damals von dem Gründer von Greenland ein bisschen ein Hobby. Der war, glaube ich, gar nicht in Design ausgebildet, aber hatte da einfach ein unglaubliches Faible dafür. Und da leben wir eigentlich heute noch von und sind auch sehr glücklich darüber. Mhm. Sie sind ja zum ersten Mal hier auf der Global Art. Wie gefällt Ihnen denn die Messe? Mir gefällt sie sehr, sehr gut, weil ich es toll finde, dass man einfach in unserem Bereich in der Beauty-Branche einfach mal ein Event hat, was wirklich auch hochstehende Marken fördert oder was sich auch an inhabergeführte Parfümerien richtet. Also ich finde, dass in Deutschland da ein bisschen zu wenig gemacht wird und deswegen finde ich das sehr schön. Zum einen die Messe selbst, aber auch die Events drumherum. Also Sie waren gestern auf der Aftershow-Party? Ja, natürlich, selbstverständlich. Und wie man merkt, es hat Ihnen gefallen? Es hat mir sehr gefallen, ja. Schön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Messetag und bedanke mich fürs Interview. Ich danke auch. Vielen Dank.